Hallo und herzlich willkommen zu diesem aktuellen Video, was ich am 19.07.2020 zum Thema Schwarzbachtalbahnstrecke gedreht habe. Es geht um die Verbindung zwischen Weinburg und der Schwarzbachtalbahn-Anschlussstelle in Langerfeld. Ja, ihr seht eingeblendet in rot markiert das Stück, was man durch den Tunnel, der unter Langerfeld hindurchgehen würde, sparen würde. Und rechts habe ich euch mal meine Alternative vorgestellt. Ja, oben eingeblendet in Gelb seht ihr die Schwarzbachtalbahnstrecke, die da bei Langerfeld losgeht und dann hoch bis zur Nordbahntrasse. So, aber nun überlasse ich euch das Video. Ach ja, für die schlechte Tonqualität bitte ich vorab schon mal um Entschuldigung. Ja, hallo an dieser Stelle noch mal kurz. Ich bitte natürlich die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Hab da mal ein bisschen rumexperimentiert mit Funkgeräten und einem Headset, aber ich glaube, die Qualität ist nicht ganz so prickelnd. Gut, ich bin jetzt hier auf dem Weg hier Richtung Wuppertal-Weinburg. Im Vordergrund die Viaduktbrücke der sogenannten Münchner Bahnlinie, rechts ein Stückchen von der Wupper zu sehen. Und würde man geradeaus weiterfahren, dann käme man nach Wuppertal-Weinburg. Sehr schöner Ortsteil übrigens, kann ich euch nur empfehlen. Ja, ihr hört schon, die Straße ist recht laut und links neben mir seht ihr auf der Straße, wie blöd das ist, wenn man hier links als Radfahrer abbiegen möchte. Okay, ich würde sagen, ich lasse das jetzt gleich mal hier im Video weiterlaufen und den Live-Kommentar. Wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, wie ihr seht, jetzt geht's hier zu der Alternative, die ich euch versprochen habe, hier entlang. Seht schon, hier kommen uns schon einige Radler entgegen. Ja, einige müssen hier auch schieben. So, wir biegen jetzt hier in der Königsstraße und ihr seht schon, die Alternative hierher zu radeln ist nicht sehr lustig. Zumal es hier am Anfang dieser Straße kurz heftig bergauf geht. Das kommt nicht wirklich gut. Aber man hat hier natürlich den Vorteil, wie gesagt, dass man deutlich weniger Verkehr hat. Aber
den erkauft man sich natürlich hier mit einer erheblichen Steigung. Aber gut, dank dem elektrischen Antrieb hält sich das alles ein bisschen in Grenzen. Okay, ja. Ja, ihr seht, trotz elektrischen Antrieb ist es für mich schon ein bisschen anstrengend. Wingelingeling. So. Ja, wie ihr seht, das ist natürlich hier eine Nebenstraße. Dort hinten links wäre die Badische Straße gewesen, die man hätte radeln müssen. Kann ich euch, wie gesagt, im Berufsverkehr nur von abraten. Jetzt mag das ja noch alles einigermaßen gut funktionieren. Aber ihr seht schon, wie gesagt, es geht hier ganz gut bergauf. Und ja, man muss schon entweder gut fit sein, ohne E-Antrieb. Ja, wie auch immer. Ja gut, man kann natürlich das Stück die Badische Straße hochfahren und dann hier über die Eisenbahnbrücke auch lang fahren. Aber ist natürlich alles nicht ganz so prickelnd. Also ich finde es hier von daher deutlich angenehmer, wenn denn auch heftige Steigungen sind. Aber gut. So, wir sind jetzt hier in Langerfeld oder Langenfeld, wie auch immer, muss ich mal nachgucken. Kann ich nie auseinanderhalten. Ich vergesse das immer. Okay. Ja. Ihr seht schon, das ist hier relativ verkehrsruhig. So, wir könnten jetzt auch geradeaus fahren. Machen wir aber nicht. Wir düsen jetzt mal hier entlang. Natürlich muss ich auch genauso quasi nachher wieder zurückradeln, weil ich ja dort, wo ich euch die Kreuzung gezeigt habe, geparkt habe. So. Ja, jetzt wird es ein bisschen tricky. Ich versuche das jetzt mal hier so zu machen, weil eigentlich müssten wir jetzt da hinten und dann links, aber ich versuche das jetzt mal hier zu deichseln, weil hier vorne ist eigentlich Einbahnstraße und ihr seht schon, die kommen uns alle entgegen. Okay. Von daher, ja, unsere freundlichen Motorradfahrer. So. Ja, ihr seht, die fahren jetzt da unten gegen die Einbahnstraße, weil das eben einfach ein bisschen doof gemacht ist. Aber gut, Wuppertal hat leider sehr viele Einbahnstraßen und von daher ist das nun mal leider so. Ja, wir sind jetzt hier, wie gesagt, gehen hier zu Stückchen zu Fuß, weil sonst müssten wir da oben an der Kirche lang. Aber ich fand das so in die Fahrtrichtung besser. Natürlich zeige ich euch nachher auch noch den Rückweg. Ja, mit 1,5 Metern funktioniert das so nicht. Wie ihr seht, es gibt immer diverse Leute, die es nie lernen. Aber gut, das ist nun mal leider so. So, okay, ab hier können wir natürlich wieder
normal radeln, was wir jetzt auch tun. Okay, in der Zwischenzeit halte ich jetzt noch mal an, all dieweil ich glaube, dass mein Lenker jetzt wieder ein bisschen runtergesackt ist, will ich doch noch mal kurz schauen. Gut. Weiter geht's. Ja, jetzt kommen wir später zu dem Punkt, wo eigentlich die Bahntrasse hier unten drunter unter diesem ganzen Gedöns hergehen soll, also unter diesem Ortsteil hier von Wuppertal, was natürlich diese ganze doofe, blöde Umfahrung hier, auf gut Deutsch gesagt, uns ersparen könnte. Aber leider ist dem noch nicht so und es wird ja wohl noch eine Weile dauern. Ja, hier würde dann die Bahntrasse bzw. der Weg, der Fahrradweg durch den Tunnel wieder rauskommen. Und zwar, wenn ihr das denn sehen könnt, von dort hinten. Ich werde euch da mal ein Foto von machen. Ansonsten müsste ich dann auf Archivbilder zurückgreifen. Ja, ich zeige euch nochmal die andere Seite von der Brücke, von wo aus man dann die Bahntrasse sehen kann. Also ich bin jetzt hier auf der Brücke und schaue da hinten schon mal an das Ende oder an den Anfang von der Schwarzbachtalbahn. Ja, schauen wir mal. Ich fahre jetzt mal den Weg weiter. Hier steht übrigens eine Helikum. So, schon ein Abstellgleis hier. Interessant. Gut, da hinten stehen übrigens die von den Privatbetreibern betriebenen Zuggarnituren. Gut, dann schauen wir mal. Ich werde jetzt mal in Richtung Schwarzbach-Trasse fahren. Ja, ihr seht, hier fahren einige Leutchen mit Fahrrädern vorbei. Also der Anschlussweg würde natürlich gut genutzt werden. Vor allen Dingen, da es ja dann zu der Bahntrasse nach Remscheid-Lennep hochgeht, durchs Morsbachtal. Was ja an und für sich sehr schön ist. Okay, so, mit Volldampf geht es jetzt zur Anschlussstelle der Schwarzbachtalbahn. Schauen wir mal, dass wir das jetzt hinbekommen. Ja, ihr seht, das ist eine ziemliche Kurverei und wirklich nicht sehr schön. Das Stückchen von da hinten von der Bockmühle aus gesehen, hierhin. Also ich finde es nicht sehr prickelnd. Okay, ja, jetzt muss man hier lang. Ja, ich sehe gerade, ich muss dann auch noch mal, glaube ich, die Kamera ein bisschen ausrichten, weil die Stromversorgung da dran hängt. So, jetzt sind wir hier am Anfang der Bahntrasse. Ihr seht, da wird wohl gerade eine S-Bahn-Garnitur fahrbereit gemacht. So, ich schiebe jetzt mal die Kamera ein bisschen weiter rüber, sonst gibt es immer schiefe Bilder. Okay, ja, vielleicht werde ich jetzt noch eine kleine Ansprache machen. Ja, okay. Hey,
ihr seht, ich bin jetzt hier an dem Anfang oder an dem Beginn der Schwarzbachtalbahntrasse. Ja, zur Rechten von euch gesehen, also von mir aus links, ist die Gleisanlage, die dann hier zum Bahnhof Wuppertal-Oberbahn führt. Und ja, und hier lang, also jetzt hier raus, geht es zum Anschluss der Bahntrasse, der sogenannten Nordbahntrasse. Okay, hier ist noch ein Schild der Bürgerprojekt der Wuppertalbewegung, Schwarzbachtrasse. Die haben, glaube ich, diese ganze Geschichte hier bewerkstelligt. Ich werde noch ein Fotochen machen für euch. Und dann wollen wir mal auf der Schwarzbachtbahntrasse ein Stück geraten. So, nun geht's weiter auf der neuen Schwarzbachtalbahn. Ups. Tja, das kommt auch noch vor. Viel zu kleinen bzw. zu großen Gang. So. Ja, ich bin das Stück hier noch nie gefahren. Und bin ganz gespannt. Es gibt hier auch noch einen Tunnel. Ihr hört schon, hier ist es natürlich direkt viel ruhiger. Sehr schön. Aha. Hier geht es also nach links entlang auf die Schwarzbachtalbahn. Okay. Gut. Dann werden wir mal schauen. Oh, es war da ein bisschen windig. Okay. Geht natürlich von hier aus immer bergauf, aber da es natürlich alte Bahntrassen sind, geht das alles gemächlich. Ja, hier überqueren wir jetzt die Bundesstraße. Werde ich zu Hause nachgucken. Ich glaube, die B7 ist das, zwischen Wuppertal und Schwelm. Ah, und da vorne ist ja auch schon der Tunnel zu sehen. Okay, ah, das wird gleich angenehm kühl, weil heute an diesem Sonntag ist es recht warm. Oh, ich merke schon, mir kommt der Wind entgegen. Das wird ganz schön frisch. Eieieiei. Okidoki. Dann wollen wir hier mal durch. Da kann ich ja glatt die Sonnenbrille absitzen. Ich weiß gar nicht, wo hier an diesem Faltbike jetzt gerade der Schalter ist für die Lampe. Muss ich nachher mal nachschauen, damit ich für den Rückweg das dann besser anschalten kann. Obwohl, die Beleuchtung ist hier wirklich hervorragend, muss man sagen. Ich hoffe, auf dem Video wird man das nachher sehen können und erkennen können. Jo, ich habe jetzt mal ein bisschen höher geschaltet und werde euch nachher auch mal mein Falt- bzw. Klapp-E-Bike vorstellen, wenn wir denn an der Nordbahntrasse ankommen. So, jetzt sind wir auch schon durch. Mal gucken, ob ich es schaffe, die Sonnenbrille aufzusetzen. Okay, hat geklappt. Weil manchmal ist das ein bisschen schwierig. Tja, komischerweise, einen Balken habe ich schon weg. Ja, das Falt Pedelec Bike habe ich eigentlich schon lange nicht mehr benutzt. Und naja, ich hoffe, dass der Akku, der Lithium-Ionen-Akku, mir das nicht übel nimmt. Komischerweise, jetzt zeige ich da wieder mehr. Vielleicht, weil ich jetzt ein bisschen intensiver trete. Ja, schade. Könnte ein paar Gänge mehr haben. Da müsste man mal schauen, ob,
ob ich da nicht mal bei einem guten Fahrradgeschäft da mal was machen lassen kann. Aber gut, ich glaube, 7 Gänge sind schon ziemlich viel. Und ich glaube, da geht nicht mehr. Naja, gut, 19 km/h. Im Moment ist auch ausreichend. Viel schneller muss ich eigentlich auch nicht. So, wir erreichen jetzt hier, was das jetzt hier wieder für ein Ortsteil ist. Obwohl ich ja gebürtiger Wuppertaler bin, aber Wuppertal ist groß. Man kann nicht alle Stellen kennen, beziehungsweise alle Ortsteile. Das ist natürlich immer ein bisschen schade. Gut, im Großen und Ganzen würde ich das zu Oberbarmen zählen. Aber wir überqueren ja jetzt gleich auch das Schwarzbachtal. Ich nehme mal an, da ist eine Straße, die so heißt. Und ich denke, dass da wahrscheinlich auch ein gleichnamiger Bach lang fließt. Oh, ich muss mal gucken. Ich habe ja hier das Mundmikrofon. Ja, ihr seht schon. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen auf dem Video. Das hier wunderschöner Ausblick auf die Stadt. Ja, aber ich habe ja auch noch Archivbilder. Die werde ich dann wahrscheinlich zu Hause rauskramen und euch. Ja, die sind zwar vom Februar, glaube ich, Februar diesen Jahres. Und werde euch die noch mal hier in dieses Video reintun. Beziehungsweise einbauen. Ja, hier vor uns, seht ihr schon, liegt jetzt die Nordbahntrasse, die So, okay, ihr Lieben, ich drehe das Rad mal rum, damit ihr besser schauen könnt und ich euch ein bisschen was erzählen kann. Okidoki. So, ich drehe euch mal die Kamera, damit ihr besser im Bilde seid. Okay. Ja. Hallo, hallo. Ja, ihr seht jetzt, wie gesagt, hier zur Rechten von mir geht die Nordbahntrasse weiter in Richtung Hattingen. Und dort links entlang kommt man nach Wuppertal-Vohwinkel. Ja, das hier war eigentlich der Bahnhof da hinten, Wuppertal-Sichthausen. Und wie gesagt, von dort hinten in die Richtung ist die Anschlussstelle der Schwarzbach-Talbahn. Ja, ihr seht, wunderschöner Platz hier für alle, was da. Und natürlich sind hier sehr viele Aktivitäten und einiges los. Ja, ich wollte euch, wie gesagt, mal zeigen, wie schön es jetzt ist, im Grunde genommen. Wenn der Tunnel in Langenfeld fertig wäre, weil das Stück der Schwarzbachtalbahn ist jetzt irgendwo im Nichts da unten, neben den Bahngleisen, die ich euch vorhin gezeigt habe. Und lieber Herr Mucke, strengen Sie sich bitte mal an, vielleicht die Planung ein bisschen vorzuziehen. Die vielen Berufspendler und Freizeitradler würden Sie Ihnen danken. Und sicher wird das auch für die Medien bzw. für die Stadt Wuppertal, für Tourismus, für den Radtourismus eine große Bereicherung sein. Also ich kann nur sagen, nicht so lange warten, sodass wir alle noch was davon haben. Okay, ich werde jetzt wieder zurückradeln und die ganze Strecke euch nochmal
Richtung zeigen. Ja, wie ihr seht, ist hier auch Polizei zugegen. Das ist gut. Hier werden auch die Abstände kontrolliert. Ja, das ist eine gute Sache, damit hier auch die Leute und die Reproduktionszahlen im Zaum gehalten werden können. Aber gut, es gibt natürlich immer Leute, die es nicht lernen. Und leider muss dann die Polizei wieder einschreiten. Gut, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg. Ups. Ja, wie ihr seht, kaum ist man von der Nordbahntrasse, dem Bahnhof Wichlinghausen weg, schon hat man ein wunderschönes Panorama hier über die Stadt Wuppertal. Dort hinten ist übrigens auch der Wuppertaler Gaskessel. Ich glaube, da gibt es auch was Interessantes drin zu sehen. Ja, in welcher Stadt hat man sonst so tolle Einblicke von einer ganz tollen Bahntrasse, die zum Fahrradweg umfunktioniert wurde? Also ich denke mal, Wuppertal ist da vom Glück gesegnet, wenn man das mal so sagen will. Also ich finde es schon ganz toll. Von daher alles richtig gemacht. Okay, ja, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Ihr seht, ne, es wird hier auch von Fußgängern sehr gerne angenommen. Ja, ich fahre jetzt mal ein bisschen langsamer extra für euch. Damit, ich werde das Video hoffentlich dann auch in echt Zeit laufen lassen, also nicht den Zeitraffer. Ich hoffe, das ist für euch okay, weil dieses kleine neue Anschluss ist ja auch nur 2 Kilometer lang. So, dafür geht es jetzt natürlich immer bergrunter, beziehungsweise leicht bergab. Aber das ist ja nun mal der Vorteil von solchen ehemaligen Bahntrassen, dass man es eben ein bisschen leichter hat. Ja, die Nordbahntrasse könnt ihr euch natürlich in anderen Videos von mir anschauen und entsprechend ansehen in 360 Grad, das ist klar. Ja, witzig, hier ist glaube ich ein bisschen Steigung drin. War mir auf dem Hinweg gar nicht so aufgefallen. Ist also hier ein kleiner Höhepunkt. Ein kleiner Knubbel. Okay, hier riecht es übrigens lecker nach Holz bzw. Kamin oder Grill. Heute, wie gesagt, an diesem Sonntag ist ja auch recht warm. Von daher bietet sich das ja alles an. So, ach ja, ich wollte ja noch nachschauen, ob ich die Fahrradlampe nicht anbekomme. Das werde ich jetzt mal tun, kurz. Moment, ich werde jetzt mal anhalten. Irgendwo muss doch da der Schalter sein. Ah ja, so, da geht's Licht an. Okay, haben wir das auch gefunden. Hinten brennt es auch. Alles klar. Dann können wir jetzt in den Tunnel. Das wird ungemütlich frisch.
So. Okidoki. Hui. Eine frische Brise hier drin. Aber ihr seht ja, es ist hier relativ hell. Wir haben den Tunnel wieder hinter uns gebracht. Jetzt ist es wieder ganz schön warm. Okay. Eine richtig schöne, kühle. Ja, hier nochmal die Bundesstraße zwischen Wuppertal und nach da geht es nach Schwelm. Okay. Ja, ich sage es nochmal. Die Schwarzbachtal. Bahntrasse, leider nur knapp 2 Kilometer lang. Ja, ich will mal schauen, dass ich jetzt mal direkt durchziehe für euch, damit ihr das besser sehen könnt, wie blöd das ab hier ist mit dem Fahren. Ihr seht, es wird als Zubringer ganz gut angenommen. Also wenn man jetzt von hier aus zu der tollen Bahntrasse nach Remscheid-Lennep möchte, dann geht es jetzt quasi ab hier, ja, hier ist es ja noch okay, auch noch ein Stückchen Bahntrasse oder ehemalig, eigentlich dort links lang, das ursprüngliche Gleis kann man noch sehen, man hat hier den Weg so ein bisschen von dem Trampelpfad abgezweigt, das würde ja auch nichts bringen, man würde ja da auf die Gleisen rauskommen. Okay, so, jetzt sind wir hier am Anfang oder am Ende der Schwarzbachtalbahn angekommen. Und ja, wie ihr seht, ab jetzt wird es ein bisschen doof. Habe ich euch aber auch schon auf dem Hinweg gezeigt. Wie ihr seht, das ist eine ziemlich blöde Umfahrung, um jetzt zumindest in Weinburg wieder zu einem vernünftigen Radweg zu gelangen. Ja, man muss jetzt hier natürlich die doofe Straße fahren und im Zentrum von Langerfeld ist das natürlich auch nicht toll. Okay, wir verradeln das jetzt mal, damit ihr mal seht, wie blöd das ist. Und ich sag's nochmal an alle Verantwortlichen, liebe Leute, seht zu, dass ihr den Tunnel da fertig bekommt, weil das hier, denke ich mal, ist im Berufsverkehr nicht wirklich das, was sich Radfahrer erträumen. Oder aber ihr würdet hier mal vorübergehend eine vernünftige Radspur abtrennen. So, wie gesagt, hier rechts würde es in den Tunnel gehen. Der Weg würde dann da oben lang führen. Gut, das kurze Stück hier, um dort wieder hinzugelangen, wäre ja noch okay. Und außerdem, denke ich mal, würde der Wohnwert hier für die hier ansässigen Bewohner sich doch auf das Fahrrad zu schwingen, um in das Zentrum zu gelangen, weil das geht nämlich eigentlich von der Bahntrasse auch ganz hervorragend. Also aus dieser Richtung hier ist das ein bisschen unproblematischer mit dem Langfahren, ein bisschen aber auch nur. Weil, wie gesagt, im Berufsverkehr würde ich hier nicht gerne herradeln. Das dürfte hier dann für Radfahrer doch sehr unangenehm sein. Nochmal an dieser Stelle, lieber Herr Mucke oder wer auch immer irgendwann mal Bürgermeister ist, bitte sehen Sie zu, dass dieser Zustand mit dem Tunnel beseitigt wird. So, ja, hier sind wir vorhin auf dem Hinweg gegen die Einbahnstraße natürlich vom Rad runtergestiegen.
und ich werde jetzt hier auch den Bordstein bevorzugen, weil es ist mir einfach viel zu viel Verkehr hier und werde hier einfach über die Fußgängerbrücke gehen. So. Ja, da ein Hinweisschild. Erfinder der Pfützenflechtmaschine. Hier eigentlich ein schöner Platz. Ja, ein schönes Straßencafé wäre natürlich auch schön, aber leider halt nur eine Pizzeria. Gut, wir radeln jetzt weiter. Wie gesagt, zum Anschluss nach Wuppertal-Beinburg und damit es weitergehen kann in Richtung. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wo ich eigentlich gekommen bin. Jetzt habe ich mich verfahren. Okay. Seht ihr schon, ohne Komoot und schon haben wir das Problem. Also hier links rein und weiter geht's. Tja, schade, es ist noch nicht mal der Weg eigentlich für die Anbindung von der Schwarzbachtalbahn zu dem Fahrradweg nach Beinburg ausgewiesen. Keine Hinweisschilder, weil man könnte hier eigentlich als Übergangslösung doch relativ gut langradeln. Zumindest, ja, wie gesagt, wenn nicht gerade Berufsverkehr ist. Okay, wir sind hier weiter auf dem Weg. Wie gesagt, das ist meine Schleichwegerfindung. Ist natürlich nichts für Leutchen, die sehr auf die Unterstützung des elektrischen Motorantriebs sind. Ihr seht schon, hier kommen die Autofahrer und mit Rücksichtnahme ist hier nicht viel am Hut. Ja, da kommt schon der nächste hinter mir. Also wie gesagt, das ist schon ein bisschen tricky. Tja, okay. Jetzt werde ich hier links abbiegen, weil da geradeaus über die Brücke müsste ich die viel mehr befahrene Straße radeln, um zum meinem Parkplatz und damit unten auf der Talstraße an der Wupper wieder zu dem Radweg, der nach Beinburg führt und der auch eigentlich weitergeht in Richtung Remscheid-Lüttringhausen beziehungsweise dann weiter, also durch das Marscheider Bachtal weiterführt in Richtung der tollen Bahntrasse, die von Lennep abgeht, dem, ich glaube, das ist die Balkantrasse. Ach, ich kann sie immer nicht auseinanderhalten. Sorry, Vorsatz. Okay, ihr seht, ne, das ist hier aus der anderen Richtung, wenn man also von Oberbarmen kommt und dann auf die Schwarzbachtalbahntrasse fährt, also quasi in Richtung Süden fahren will, ist das relativ von der Steigung her ein bisschen einfacher. Ihr seht ja, vorhin mussten wir hier den Berg hoch radeln. Jo, das hört sich nach einem Greifvogel an. So, ja, das ist ein ordentlicher Anstieg, ein kurzer, den sind wir auf dem Hinweg geradelt. So, jetzt ist hier wieder natürlich eine etwas stärker befahrene Straße. Ihr hört das schon. Ist natürlich dann wieder nicht mehr ganz so prickelnd, weil da im Hintergrund, in meinem Rücken,
da natürlich dann die eine große Siedlung ist. Müsste ich noch mal googeln im Internet, was das dann für eine Siedlung ist. Ist auf jeden Fall eine größere Siedlung. Okay, schöner Parkplatz hier. Ich habe schön im Schatten geparkt. Und ja, was möchte ich euch noch erzählen? Dazu werde ich jetzt mal kurz das Rad abstellen. Und ja, und euch noch ein bisschen was erzählen. Gucken, ob ich hier das hinbekomme, hier mit der Kamm. Das ist natürlich hier immer so ein bisschen das Problem. Weil, wenn ich den Fahrradlenker so richtig rumbiege, Wünsche euch viel Spaß beim Nachradeln, dem Tschüss und Ende.